Ich will einen kleinen Hogsoft-Haul machen. Ich habe nämlich ziemlich viel gekauft. Aber ich fange zuerst mit dem Süßkram an, weil ich habe mir auch Süßigkeiten gekauft von Glen Hogsoft. Ich habe mir einmal den Riegel mitgenommen. Das ist ein Pistazienriegel. Meine Cousine hat nämlich gesagt, dass die so lecker sind. Sie hat sich nämlich auch wieder zwei mitgenommen und ich wollte einfach auch mal einkosten, um zu gucken, wie er ist. Dann habe ich mir die hier mitgenommen. Viele, die Instagram-Stalken werden die sicher kennen. Das sind diese Reese's oder wie immer die auch heißen mögen. Mit so, da steht Peanut Butter Cups. Die sind sowas von lecker. Die müsst ihr mal probieren, wenn ihr mal dazu kommt. Dann habe ich noch ein paar Sachen. Ich habe zwei solche kleinen Kuchen. Das sind kleine Beeren. Könnt ihr hier sehen. Einmal in Schokolade und einmal in Erdbeer. Meine Cousine hat zwei andere sich ausgesucht, weil wir gesagt haben, wir wollen nämlich wissen, wie die schmecken. Dann habe ich mir noch diesen Riegel hier mitgenommen. Da gab es nämlich so viele große Verpackungen und ich wollte eben wissen, wie das schmeckt. Da steht Geisha drauf und der Riegel ist rosa. Also mal gucken, wie der ist. Dann habe ich diese hier mir gekauft. Die hat mir meine Cousine nämlich gezeigt. Das sind lauter kleine Tafeln, wo eben alle von Disney drauf sind. Die muss ich mitnehmen. Da gibt es gar keinen dran vorbei. Dann habe ich mir mitgenommen diese hier. Die hat auch meine Cousine sich mitgenommen, weil wir sind so lange davor gestanden, haben überlegt, ob wir die kaufen sollen. Ice Coffee heißt die. Dann kommen wir zu Kerzen. Du kannst gleich das Sackerl haben, Sparky. Gleich. Mein Hund will dieses blaue Sackerl haben. Also, als allererstes zeige ich euch die große Kerze, weil ich Angst habe, dass mir die rausfällt. Das ist diese hier. Das ist mit Zimt und Apfel. Ich habe gerade geglaubt, es hat verklopft. Aber ich glaube, das habe ich mal einbildet. Die sieht so aus, die war auch reduziert. Und die riecht so gut. Oh, ich weiß, Weihnachten ist schon vorbei, aber bei Zimtkerzen kann ich einfach nicht vorbeigehen. Die hat mir auch der Jan gezeigt. Ich kann euch, also auf Instagram habe ich auch ein Foto postet von den ganzen Kerzen, was es dort gab. Dann habe ich mir noch so Teelichter gekauft in Wassermelone. Und die riechen so gut. Ich hoffe, dass die auch wirklich so riechen, wie sie da jetzt riechen in der Verpackung. Dann habe ich mir noch Honigmelone gekauft. Die habe ich nämlich schon mal in groß gesehen, habe aber dann überlegt, na, die riechen nicht so gut. Dann habe ich sie in klein gesehen und habe sie mir mitgenommen. Dann habe ich noch grüner Apfel. Oh, Gott, riecht das gut. Kaffee. Und die riechen auch urgut. Und die habe ich für meine Abteilungsleitung mitgenommen, weil die eine Kollegin und ich sammeln Lavendelsachen für sie. Und ich werde auch ganz Lavendel. Dann habe ich hier eine Kerze mit Schokolade und Kirsche. Und die schaut ja mal hammergeil aus. Die hat 2,80 leider kostet. Aber die riecht so gut. Es gab sogar eine mit Schoko, Orange und noch ganz, ganz viele. Aber ich wollte die erstmal probieren, um zu wissen, ob sie dann noch gut ist. Dann habe ich mir, und das habe ich mir nie gedacht, dass ich mir das jemals kaufe, Räucherstäbchen gekauft. Ich hatte mal, also meine Mom hat immer früher so gern welche anzündet und mir wird aber davon schlecht. Und ich habe die gesehen, die haben glaube ich nur 1 Euro gekostet, diese, ich kann schnell nachschauen, ja die, diese, Wortkotze, die hier haben nur 1 Euro jeweils gekostet und da kann man nicht wirklich viel sagen. Ich habe alles in Roman gleich gezeigt, weil war natürlich dabei, weil da steht auf Räucherstäbchen und ich habe mir Kokos und Zitrone mitgenommen. Und natürlich dieses Teil hier, weil ich hatte das noch nicht. Da gibt man eben dieses Räucherstäbchen rein, zündet es an und dann, ja. Ich werde das auch heute unbedingt probieren, weil ich wissen will, ob ich es vertrage oder nicht. Dann kommen wir zu dem hier. Wir waren als Erste gleich im DM, weil ich gucken wollte wegen meiner Honigmelone-Maske. Dazu komme ich aber gleich noch. Und dann waren wir anschließend gleich in dieser kleinen Drogerie, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wo ich immer so süchtig reingegangen bin. Und ich habe so zugeschlagen. Aber ich finde, es geht noch. Es ist im Rahmen der Normalität geblieben. Weil früher habe ich noch mehr gekauft, finde ich. Also ich empfinde so. Also ich weiß nicht, wie ihr jetzt seht, aber das könnt ihr mir dann schreiben. Als allererstes
habe ich mir von Palmolive ein Duschgel in Chocolate Passion gekauft. Das riecht so wie ein Schokoladeneis. Boah. Ich weiß, das passt überhaupt nicht in den Sommer jetzt rein, aber ich musste das unbedingt haben, weil das so gut riecht. Urdämlich. Ich zeige euch jetzt das von der Drogerie vom DM gemischt. Ich bin nochmal in DM reingegangen, weil ich was vergessen habe. Und zwar das hier. Verkehrt rum. Das hier. Ich habe mich so gefreut, wie ich das gesehen habe. Ihr wisst ja, wie gern ich die benutzt habe. Und ich habe die auch bei DM gefragt, also die Dame dort meinte, dass die immer im Sortiment sind in Kleinhoxdorf. Also wenn dem wirklich so ist, kaufe ich es nur noch dort. Also kaufe ich mal generell Zahnpasta und so nur noch dort. Weil ich habe auch die Zahnpasta mir zweimal wieder mitgenommen. Und ich bin am extremen Aufbrauchen. Ich will meine Zahnpasta leer machen und sofort mein Mundwasser, damit ich das wieder benutzen kann. Ich habe mir dreimal das... also die Duschlotion Ginger und Lemon mitgenommen. Dreimal. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber die riecht so gut. Also Zitrone und so ist irgendwie voll meins. Wenn es gut riecht und nicht nach WC-Reiniger. Aber das riecht ja echt. Und ich liebe die Verpackung. Ich habe sie auch auf Instagram schon postet. Aber ich liebe diese Verpackung. Dann habe ich mir diese Seife hier mitgenommen. Die musste ich einfach mitnehmen. Das ist von Nivea die Honig- und Milchseife. Die musste ich mitnehmen. Ihr wisst ja, wie sehr ich diese Milch- und Honigreihe liebe von Nivea. Also musste ich sie mir mitnehmen. Ich werde sie auch bald benutzen. Aber erst muss ich das andere von Aveo noch aufbrauchen. Dann habe ich drei Badezusätze mir gekauft. In jedem Video sehe ich sie und bei uns in Österreich gibt es sie einfach nicht. Leider haben die meinen Liebling auflassen. Dieses Vanille und Mandel, was ich so gern gemacht habe. Ich glaube, ihr wisst noch, welches ich meine. Das haben die leider aufgelassen. Aber dafür gibt es jetzt die drei. Einmal das Badeperlen tiefe Entspannung. Was ist denn da dabei? Mit Orchidee und Vanilleduft. Dann Badesalz belebender Moment. Eukalyptus und Rosmarin. Das wird ein bisschen kräuterig riechen, glaube ich. Und wieder Badesalz, sanfte Erholung mit Jasmin und Lilienduft. Auf das bin ich gespannt. Auf das Lila und auf das bin ich sehr gespannt. Ich habe mir auch nur eins mitgenommen, weil ich erst probieren wollte, wie es riecht. Jetzt ist gerade mein Trinken umgefallen. Bevor ich euch mein Highlight zeige, fange ich noch mit den anderen Sachen an. Ich habe mir noch beim DM diese Purifying Mask mitgenommen von Nivea. Habe ich noch nie gesehen, also habe ich mir gedacht, nehme ich es mal mit. Dann habe ich mir mitgenommen und das musste sein, weil ich habe euch gesagt in einem Aufgebraucht-Video, glaube ich, dass ich mir das wieder nachkaufen werde. Das ist das Make-up in der Farbe 010 von Rimmel. Das habe ich ja mal aufgebraucht, das liebe ich. Ich freue mich schon drauf. Ich habe vier insgesamt, wenn man das Make-up mitrechnet, kosmetische Teile gekauft. Ich habe mir von Flomar noch zwei Glitzer-Eyeliner mitgenommen. Den goldenen, weil ich habe keinen goldenen Eyeliner mehr. Und in schwarz habe ich ihn mir mitgenommen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mein grüner bald leer werden wird. Den wollte ich mir eigentlich lackieren, damit ihr ihn gleich sehen könnt. Aber ich war zu faul. Der Jan hat mir nämlich gesagt, dass die Nagellacke haben um 2,29 €. Ich habe gesagt, ich brauche keine. Dann bin ich dran vorbeigegangen, habe diese Farbe hier gesehen und musste sie mitnehmen. Die ist ja so schön. Mein Freund ist schuld. Ich kann nichts dafür. Aber die ist wirklich schön. Ich bin gespannt, wie die im Auftrag ist, weil ich kenne die Marke nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Dann sind meine Cousine und ich total ausgerastet wegen den Freeman-Produkten. Ihr wisst ja, ich mag diese Maskenreihe total gerne. Und das Problem ist aber, dass es die in Österreich, Deutschland nicht gibt. Und wir haben halt die Möglichkeit, dass wir die entweder bestellen könnten. Da habe ich jetzt vor kurzem eben mit meiner Cousine oft drüber geredet, dass wir unbedingt bestellen wollen. Und ja, in Kleinhoxdorf gibt es die Masken auch. Ich habe noch für jemanden welche mitgebracht, was ich aber nicht verraten werde, weil ich nicht will, dass sie das weiß. Aber ich glaube, wenn sie das hört, weiß sie eh, wen ich meine. Ich liebe diese Masken. Ich habe mir ganz, ganz viele mitgenommen. Es gibt nämlich eine neue. Ich zeige euch die jetzt mal kurz im Schnelldurchlauf. Also die sehen so aus, die Freeman-Masken. Ihr kennt sie sicher, ich habe die schon so oft aufgebraucht. Worüber ich jammern muss, ist, dass es beim DM... in Kleinhoxdorf meine Melone-Maske nicht gibt. Und ihr wisst ja, wie sehr ich die geliebt habe. Und ich könnte heulen. Ich glaube, ich werde wahnsinnig, dass ich gesehen habe, dass sie die nicht mehr haben. Dafür haben sie halt im DM eine andere und das ist diese hier. Diamond Mineral Mask. Das andere kann ich nicht aussprechen. So schaut sie aus. Die ist aber weiß.
Ich finde die Verpackung auch schön, aber jetzt nicht so schön wie die von der Melone. Und ich bin traurig, dass die Melone nicht mehr haben. Aber ich will unbedingt bestellen, weil ich habe gesehen, auf der Internetseite Parfümerie heißt die, glaube ich, kann ich euch unten den Link auch in die Infobox schreiben, damit ihr, falls euch das interessiert, mal gucken könnt. Aber die haben die Melone auch in einer Tube. Und ich finde, die Melone könntet man gut als Nachtcreme verwenden, weil das ja eigentlich eine Sleeping Mask ist, was man ja über Nacht drauf lässt. Und ich kann mir vorstellen, dass die gut für als Nachtcreme einfach geeignet ist. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir halt die halt mitgenommen, weil es eben meine Melone nicht gab. Dann die 1, 2, 3, 4 kenne ich schon. Da habe ich noch ein Backup. Jetzt kann ich mein altes Backup endlich mal benutzen. Und das habe ich mir halt gleich nachgekauft, weil ich weiß, dass ich die gut finden würde. Also habe ich sie mir nachgekauft. Wenn nicht, kann ich sie immer noch meiner Mom schenken. Ist ja nicht so ein Drama. Das ist, die Gurke ist nämlich übrigens eine Peel-Off. Sparky, hör auf. Dann habe ich mir gekauft einmal diese hier, die blaue. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Aufgebraucht-Video erinnern könnt. Das ist eine Anti-Stress-Maske. Die ist wirklich blau. Und ich fand die so geil vom Duft auch her. Deswegen musste ich sie mir nachkaufen. Leider gab es so wenig, weil meine Cousine hat meiner Schwester auch welche mitgenommen. Habe ich nicht gewusst, dass meine Schwester welche haben will, sonst hätte ich ja schon längst welche mitgebracht. Aber ja. Aber die blaue ist echt geil. So wie diese hier. Die hat so Zuckerkügelchen drin. Die gab es mal in groß, die gibt es aber leider nicht mehr in groß, also in kleinen Hocksdorf. Da war ich urtraurig drüber, weil es steht auch Full Size erhältlich. Aber die gab es nicht in groß und das finde ich traurig. Aber die ist so geil. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil. Leider habe ich davon nur eine erwischt, weil meine Cousine halt für meine Schwester welche mitgebracht hat. Aber nächstes Mal, bam, werde ich so viel kaufen, dass sich alle ankotzen werden. Ganz kurz. Bucky, hör auf zu baggern! Hä? Hey, Schluss jetzt! Er grabt in meinem Bett rum. Lass den Dreck! Danke. Dann gibt's noch die Erdbeer und Schoko. Sorry, das war mein Handy. Die habe ich mir ja überlegt, auch in groß zu kaufen. Aber ich habe es dann noch lassen, weil ich habe eine andere mitgenommen. Aber die finde ich auch sehr, sehr gut. Ich mag eigentlich alle. Es gibt keine, die schlecht ist bis jetzt. Gibt's wirklich nicht. Also für mich nicht. Obwohl viele grindig sich anhören. Aber es gibt keine, die schlecht ist. Glaubt's mal das. Dann die Aprikose habe ich mir auch einmal mitgenommen. Das ist ja auch eine meiner Lieblingsmasken. Da habe ich nämlich in einem Aufgebraucht-Video mal gesagt, dass die für mich so ist wie die Afrigen Peeling. Sie sieht so aus. Ich liebe die. Ich liebe die. Und weil ich sie so liebe, habe ich sie mir in groß gekauft. Obwohl ich noch die Hafer in groß habe. Die habe ich gestern übrigens benutzt und ich finde die Haut wird da so schön davon. Ich kann nicht aufhören davon zu schwärmen, Entschuldigung, dass ihr die Sachen nicht kriegt, aber ich kann nicht aufhören davon zu reden. Ja. Die habe ich mir in groß mitgenommen, weil die Zitrone, die es in groß gibt, traue ich mich einfach nicht kaufen. Weil die gibt es in klein nicht. Es gibt nämlich noch eine Zitrone, nur in groß und die traue ich mich eben nicht kaufen. Was mich noch geärgert hat, ist, dass die Avocado ausverkauft war, weil die hätte ich auch gerne noch gehabt. Die war nämlich auch super. Ja, ich habe die mir jetzt halt mitgenommen. Wenn ich die Hafer leer habe, werde ich mir die ins Badezimmer stellen. Und ich freue mich schon so auf die. Ich liebe nämlich den Duft davon. Ich werde es jetzt aufmachen. Eigentlich will ich das nicht, aber... Oh mein Gott. Die hat nämlich auch so Peeling-Körner. Eben wie die Afrigen Peeling. Die schauen auch so aus wie die Afrigen Peeling. Ich glaube, deswegen mag ich sie auch so gern. Und wenn die Hafer leer ist, werde ich die auf jeden Fall als nächster verwenden. Dann... Das letzte Produkt, dann sind wir auch schon fertig. Es war gar nicht so viel, so wie ich es gesagt habe. Ich rede nur so gerne über die Freeman-Produkte, weil ich die eben so toll finde. Ich mache auch einen Blogpost drüber, also könnt ihr euch unten das angucken, obwohl ihr die Sachen gesehen habt. Aber guckt's mal drauf. Ignoriert's das. Ja, auf der Internetseite bei iParfumerie, Link unten, habe ich natürlich auch Reinigungsgel gefunden. Da gibt es auch ein Peeling, auch mit Birne. Würde ich auch gerne haben wollen. Und es gab bei dem DM, da ist aber bei mir leider die Verpackung ein bisschen im Po, das Reinigungsgel. Und ich habe mich so gefreut. Ich hab das am Anfang gar nicht realisiert, weil diese blaue Maske, die ich euch vorher gezeigt habe, stand in groß daneben bei DM. Und dann eben das. Und ich war so happy. Wie ich das gesehen habe, dass es die gibt, also das Reinigungsgel gibt, war ich so happy. Das ist auch so mit diesem Meersalz-Ding, glaube ich. Er steht leider nicht so wirklich... Oh ja, Dead Sea Minerals steht drauf. Forming Facial Cleanser steht drauf. Und so schaut die Verpackung aus. Und es schaut so aus von der Konsistenz her. Richtig fest und dick. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wie das von Clinique, was ich mal hatte. Und ich habe Angst, dass ich da nicht alles rauskriegen werde.
wegen der Verpackung, weil das eben so eine feste Konsistenz ist. Aber das macht nichts. Notfalls habe muss ich es aufschneiden, obwohl es mir leid tut wegen der Verpackung. Aber ja. Ich bin so gespannt, wie das ist. Wenn ich mein Bioderm-Reinigungsgel aufgebraucht habe, was ich ja in Unmengen jetzt zurzeit verwende, damit ich es leer kriege, werde ich mal das ins Badezimmer stellen. Ja. Also für meine Verhältnisse, finde ich, habe ich mich wirklich sehr beherrscht, weil ich glaube, die kleinen Hogstorff-Videos waren immer relativ lang früher. Und jetzt, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe auch viel Geld ausgegeben, weil ich war ja dort einkaufen auch, habe mir auch das Cherry Cola, ein Sechser nur gekauft, weil ich brav war. Ich kann so stolz auf mich sein, Wahnsinn. Und ja, wegen dem musste ich nochmal zurückgehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich krieg sogar den ekelhaften Sticker runter, wo es auf Deutschland draufsteht. So. Also ich bin wirklich zufrieden mit meinem Einkauf. Ich habe zwar ein paar Sachen gekauft, wo ich mir jetzt... Nein, ich habe keine Sachen gekauft, wo ich mir denke, die hätte ich nicht gebraucht. Nö. Nö, überhaupt nicht. Vielleicht das Duschgel oder dreimal die Duschlotion war jetzt nicht notwendig. Aber ich bin trotzdem sehr stolz auf mich, dass ich mich so zusammengerissen habe. Weil ich glaube, die alte Shea hätte von diesen großen Dubenmasken alle gekauft. Darauf könnt ihr wetten. Also das wäre wirklich so gewesen. Deswegen bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich mich doch ein bisschen zusammenreißen konnte. Ja, ich hoffe, ihr seht es auch so. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, wie ihr das findet, weil ihr habt, glaube ich, irgendwer hat auch gesagt, dass Hauls okay sind, oder beziehungsweise die Nachfrage war größer, dass die Haul-Videos okay sind. Ich werde das natürlich wieder zu meinem Kaufverhalten dazuschreiben, also nicht falsch verstehen. Ja, das war's jetzt. Mir fällt nichts mehr ein, über was ich noch labern könnte, sonst hole ich mir wieder eine Maske raus und laber darüber. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!